So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute, gemeinsam mit Markets am Mittwoch, den 27. Juli 2022. Wir wollen uns einen Blick auf die Märkte gönnen, natürlich mit Ausblick auf die heute Abend anstehende, potenziell richtungsweisende FED-Leitzinsentscheidung. Wir wollen einen Blick natürlich werfen auf die Google Earnings, auf die Microsoft Earnings. Letztere waren jetzt nicht so prall, also die waren nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Und dennoch die Aktie 3,8% jetzt in der Vorbörse im Plus. Google war jetzt auch nicht so überzeugend, aber zumindest im Bereich Ad Revenue noch einigermaßen passabel und die Erwartungshaltung des Marktes übertreffend. Da kriege ich es noch irgendwie argumentiert in die Richtung, dass wir ein Gap von 3,8% sich auf der Oberseite abzeichnen sehen. Ja, summa summarum, also das ist der Blick, auf den wir, oder beziehungsweise die Märkte, auf die wir hier in diesem Zusammenhang blicken wollen, und in dieser Konstellation eben heute unseren Fokus richten. Wir wollen heute natürlich vielleicht vorab schon mal eine Idee geben für Meta, für Facebook. Die werden heute nachbörslich Zahlen vorlegen. Auch das brisant im Hinblick, ganz besonders Stichwort Ad Revenue nach Snap. Letzte Woche mit den Earnings und den schwachen Vorgaben, die man hier zu sehen bekommen hat. Wir wollen darüber hinausgehend auch einen Blick werfen auf eine andere spannende Aktie. Also wir sind heute relativ aktienaffin unterwegs auf Coinbase. Die haben eine SEC-Ermittlung aktuell auf der Agenda. Aktie gestern über 20% verloren. Ich persönlich muss sagen, ich bin so ein bisschen, naja, traurig ist das falsche Wort, aber zumindest ja, nicht ganz so amused, ehrlich gesagt. Ich war gestern einfach im falschen Play unterwegs, beziehungsweise in der falschen Aktie, wo sich nichts wirklich Sauberes ergeben hat. In Walmart aus den Earnings. Coin wäre wesentlich attraktiver zu handeln gewesen und auch ausgehend von der News, die über den Ticker lief, durchaus ein Kandidat, den man hätte aus vielerlei Perspektive tatsächlich traden können. Heute eventuell qualifiziert sich vor der Fed, wo vieles wahrscheinlich sich ruhiger darstellt für ein sogenanntes Second Day Play. Wir werfen einen Blick auf die Devisen, auf natürlich Gold, vor dem Hintergrund, dass Gold eventuell nach den jüngsten Abschlägen ein scharfes Reversal sehen könnte, sofern die Fed-Rhetorik dann in der Leitzinsentscheidung heute Abend bzw. in ihrem zu veröffentlichen Statement entsprechend ist. Bevor wir ganz offiziell starten, allerdings zunächst einmal der Blick, wie gewohnt, auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, was man bitte für sich erstellt, respektive von einem unabhängigen Finanzberater erstellen lässt oder mit diesem gemeinsam erstellt, entscheidet man dann, nachdem man sich auf markets.com/de eine kostenlose Demo runtergeladen hat und den Handel hier risikofrei getestet hat, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Vollständiger Risikohinweis inklusive auch allen Informationen rund um die Produktpalette von Markets findet ihr auf der Webseite markets.com/de. Dort auch darüber hinausgehend natürlich die Möglichkeit, mit ihm, mit der Elena, mit ihm oder in Form von E-Mail in Kontakt zu treten, um weitere Fragen rund um vielleicht auch Markets als Broker zu stellen. Habt ihr Fragen rund um die Märkte? Nutzt gerne die Möglichkeit, hier im Morning Meeting einmal diese zu stellen, beziehungsweise auch auf meiner Webseite jk-trading.com/forum. Da habt ihr jeden Tag eine aufgesetzte Trading-Chatbox oder eine Discord-Community, die habe ich schon als Link entsprechend geteilt. Und ja, soweit zur Einführung. Hier zunächst jetzt der Blick einmal auf die Aktienindizes und in diesem Zusammenhang hier einmal der Blick dann in die Markets X Handelsplattform. Einen kurzen Augenblick bitte. Und der Blick auf den DAX. Gestern mit dem Kursverlauf, der so zwar skizziert wurde, auch in Bezug auf beispielsweise, gleich werden wir sehen, auf den S&P 500 oder auch den Nasdaq, ein Kursverlauf, der zwar skizziert wurde, der mich dann aber dennoch überrascht hat, ehrlich gesagt. Also dieser Flash-Out-Moment, auch im S&P beispielsweise in Richtung der 3900er-Region, ich hätte den ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesprochen. Auch gestern beispielsweise Tesla in diesem Kontext einen schärferen Rücksetzer gesehen. Diese Abschläge werden allerdings nunmehr komplett eigentlich wieder aufgeholt und wir sind wieder auf dem gleichen Ausgangsniveau wie gestern eigentlich. Das heißt also, hauptsächlich getragen, sicherlich durch die Earnings von Google und Microsoft, die aber jetzt, wie gesagt, nicht so outstanding waren, dass man sagt, das rechtfertigt eigentlich ein komplettes Aufholen der gestrigen Verluste. Deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Summa summarum, auf jeden Fall liegt unser Fokus. Einen Augenblick übrigens mal ganz kurz. Ich muss mal eben hier was schauen. Einen Moment. So, ich muss mal ganz kurz hier eine Einstellung vornehmen.
Summa summarum wird, wie gesagt, auch im Hinblick auf den DAX, der Fokus hier ganz klar, ganz konkret auf der US-Notenbank-Entscheidung heute Abend liegen. In diesem Zusammenhang dann sich die Frage stellen, ob das gestern nur ein, ich nenne es mal, Flashout war auf der Unterseite aus dieser Range. Wir sind aus dieser Range ja in Richtung der 13.000er-Region gelaufen. Oder aber, ob dann seitens der Fed ein Impuls geliefert wird, der uns nochmal unter die gestern ausgebildeten Tiefs führt, die sich hier im Bereich eben roundabout um 13.030 Punkte ungefähr jetzt präsentieren. Kommt es zu einem Bruch unter dieses Niveau, dann wären weitere Abschläge denkbar, auch in den Wochenschluss hinein, die uns zunächst einmal bis in Gefilde vielleicht sogar um 12.800 Punkte führen, eventuell schon bereits heute tatsächlich führen. Das wird aber ganz wesentlich davon abhängen, wie sich entsprechend die Fed positioniert. Intraday bis dato jedenfalls durch den Handel kontinuierlich unterhalb des EMAs 50 auf 5-Minuten-Basis und auch dem Ausbruch aus der Range auf der Unterseite ist es so, dass der Vorteil erst zunächst einmal hier auf der Short-Seite sich findet. Nichtsdestotrotz, wirklich aggressiv Short handeln wollte ich den DAX nicht. Durch diese Gegebenheit übergeordnet hier auf der Stunde, beziehungsweise vor dem Hintergrund der anstehenden Fed-Entscheidung heute Abend, kann mir nur schwer vorstellen, dass wir vorher wirklich saubere Impulse geliefert bekommen. Wirklich handeln würde ich den DAX vor diesem Hintergrund heute nicht wollen. Mein Fokus liegt tatsächlich rund dann um die Fed-Leitzinsentscheidung, sogar primär auf den US-Equities, auf dem S&P, auf dem Nasdaq, wo ich mir vorstellen könnte, dass sich wesentlich saubere Strukturen herauskristallisieren, sowohl Long als auch Short, wie wir gleich sehen werden. Den DAX, den werde ich morgen allerspätestens wieder auf den Schirm nehmen. Wie gesagt, sehe aus der derzeitigen Konstellation hier keine wirklich attraktiven Handelsgegebenheiten, beziehungsweise mit meinem Trading und mit meiner Herangehensweise eben korrespondierend. Wie gesagt, wer das anders sieht, beziehungsweise ich sag mal, wer den DAX dennoch spielen wollte, könnte das klassisch tun, wenn ich auch sagen würde, mit reduzierter Positionsgröße, ausgehend von meinem, wie gesagt, von meiner Skepsis, dass der DAX keine nachhaltigen Impulse vor der Fed liefert, eventuell einen Rücksetzer gegen den EMA abwarten, ein klares Signal, dass wir den nicht in der Lage sind, zurückzuerobern, könnte dann nochmal hier die gestrigen Tagestiefs um 13.040 Punkte in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Bei einer Rückeroberung wäre auch von der Short-Seite her zunächst einmal nicht wirklich was zu holen und dann wären auch diejenigen, welchen nicht mehr willens sich zu positionieren, die dann hier sich das übergeordnete Bild betrachten und einfach das Wiedereintreten in diese Trading-Range sehen, ganz zu schweigen davon, dass ich bis zur Fed heute Abend sehr großzügig aber einen Handel zwischen 13.000 und nach oben eben 13.200 Punkten sehe. Eine Rückeroberung des EMAs lässt auf der Oberseite nur dann aus dieser Perspektive wirklich eigentlich Raum bis in Gefilde um 13.200, was 50, 60 Punkten entspricht und sehr V-technisch, glaube ich, sich relativ schwierig wirklich handeln ließe. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der DAX choppy weiterhin durch die gestrigen Vorgaben unterhalb von 13.2 und unterhalb auch Intraday des EMA 50 eher mit einem Short Touch, aber heute Abend um 20 Uhr mit der Fed-Notenbank-Entscheidung, Leitzinsentscheidung, werden die Karten neu gemischt und dann werden wir einfach sehen, ob es hier zu weiterer Dynamik auf der Unterseite kommt, infolge eines restriktiven geldpolitischen Kurses. Oder, also das ist das Szenario, welches am ehesten bärischen Impuls liefert, eine hawkische Haltung. Oder es gibt eine dovische Haltung, aber eine interessanterweise darauf eine bärische Reaktion, zum Beispiel infolge einer Sorge, dass der Fed die Kontrolle entgleitet, dass man hier trotzdem starke Rezessionsängste hat, morgen in Bezug beispielsweise auf die BIP-Veröffentlichung für das zweite Quartal, die um 14:30 Uhr dann wiederum ansteht, dass man beispielsweise aus den Zeilen im Statement seitens der Fed herausliest, dass man nicht zu starke geldpolitische Lockerung auf den Weg wäre, willens auf den Weg zu bringen, sofern sich das übergeordnete konjunkturelle Bild deutlicher eintrübt. Das sind alles so Nuancen, wo wir einfach schlichtweg abwarten sollten. Meine Tendenz geht, und dann kommen wir mal ganz kurz zum Fed Watch Tool. Meine Tendenz geht, ich update das auch mal. Dann haben wir auch gleich ein Bild diesbezüglich. Übrigens einen Augenblick. Ich will mal ganz kurz hier schauen. Okay, sehr gut. Also es wird alles. Gut gestreamt. Interessante Frage. Da können wir gleich im Bereich Devisen mal drauf schauen. Thomas fragt gerade, wie ich den ZAR sehe. ZAR ist der South African Rand, also das heißt der südafrikanische Rand. Können wir gleich mal auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Also ich habe den jetzt nicht wirklich auf dem Schirm.
könnte tatsächlich aber auch im Zusammenhang mit der US-Notenbank interessant werden, weil abhängig, ich müsste mal schauen, wie sich dort die Devisenreserven darstellen, positive Korrelation zu Gold, wenn wir da ein bullisches Bild skizzieren. Also es könnte durchaus ein interessantes Play sein gegen den US-Dollar tatsächlich. Aber wie gesagt, wir schauen gleich mal drauf. Zunächst einmal hier, das ist die aktuelle Darstellung, die immer noch erstaunlich restriktiv ist, ehrlich gesagt. In diesem Zusammenhang 25% der Marktteilnehmer, die überraschenderweise immer noch erwarten, dass die Fed hier geldpolitisch 100 Basispunkte statt 75 Basispunkten geht. Ich glaube nicht. Ich bin im Lager 75 Basispunkte. Es würde mich sehr überraschen, wenn die heute mit 100 Basispunkten daherkäme, besonders vor dem Hintergrund auch der sich eintrübenden konjunkturellen Situation, der sich herauskristallisierenden Rezession, auch wenn man sie jetzt neu definiert seitens des Weißen Hauses. Das hatten wir gestern hier zum Thema gemacht, dass man hier in diesem Zusammenhang eben sagt, naja, zwei Quartale aufeinander folgend mit einem negativen Wirtschaftswachstum, das impliziert ja noch nicht zwangsläufig, dass wir eine Rezession haben und Ökonomen sind sich auch nicht einig. Und dass man diese Haarspalterei betreibt, ist meiner Einschätzung nach darauf zurückzuführen, dass man seitens der US-Regierung einfach hier, ja, wie soll man sagen, der Bevölkerung im übertragenen Sinne ein X für ein U vormachen will. Ja, es ist weiter alles bestens, macht euch keine Sorgen. Schaut mal, jetzt kommen sogar die Benzinpreise wieder zurück. Euch geht es doch eigentlich gut. Das ist so der Sprech, der da irgendwie so mitschwingt, um von dem, ich möchte mal sagen, ja, politischen Versagen und dem Fokus auf Problemfelder, die die breite eigene Bevölkerung nicht betreffen, abzulenken. Ja? Und ausgehend hiervon, wie gesagt, habe ich wirklich Schwierigkeiten, einen geldpolitischen Kurs zu sehen, der hier nicht lockerer, also lockerer, sofern man 75 Basispunkte in diesem Umfeld überhaupt, eine Zinsanhebung überhaupt als lockere Geldpolitik bezeichnen sollte. Aber in Relation zu 100 Basispunkten ist es das. Und ergänzend hierzu aber auch eine Möglichkeit, definitiv, man könnte ja sagen, tja, vielleicht haben die diese Anpassung aber auch vorgenommen, um seitens der US-Notenbank den Weg zu bereiten, dass diese sich geldpolitisch politisch hier restriktiver präsentieren kann, weil es ja keine Rezession und keine Rezession oder keine Sorgen im Hinblick auf eine Rezession, selbst wenn man jetzt negatives Wirtschaftswachstum von zwei negativen Prints im Hinblick auf die BIP-Schätzungen beziehungsweise die BIP-Veröffentlichung für das erste Quartal zu sehen bekommt und jetzt eine Veröffentlichung dann fürs zweite Quartal, die ebenfalls negativ ist, ist zwar nicht wirtschaftlich prosperierend, aber nichtsdestotrotz nicht schlimm genug wirtschaftlich, dass es nicht weitere geldpolitisch restriktivere Schritte eben rechtfertigt. Auch in die Richtung könnte man das interpretieren und dann würden wir einen restriktiven Kurs, selbst bei nur 75 Basispunkten, aber einem darüber hinausgehenden, einer hinausgehenden Rhetorik, die irgendwie in die Richtung geht, dass man sagt, nun ja, wir werden weiter den Leitzins scharf anheben müssen, um der galoppierenden Inflation Herr zu werden, diese sich hier mit 75 Basispunkten dann immer noch mit 50% widerspiegelnden, erneuten 75 Basispunkte im September, die würden nicht ausgepreist, sondern eventuell würden dann noch zunehmen, diese Spekulation, würde dann dazu führen, dass man eventuell für November nur 25 Basispunkte erwartet, so wie man das jetzt auch derzeit übrigens hier mit über 60% tut, beziehungsweise dass man dann in den Jahresschluss hinein eben einen geldpolitisch, ja, vielleicht zunehmend restriktiveren Kurs sieht, dass man nochmal 50 Basispunkte für den Dezember hineininterpretiert, beziehungsweise für das Jahr 2023 in den Geldmärkten erkennt, im Swap-Markt erkennen würde, dass wir eben hier zunehmend ein Auspreisen sehen eines geldpolitisch lockeren Kurses, wo man ja schon bereits Zinssenkungen seitens der Fed vorausschauen sieht infolge der sich weiter eintrübenden konjunkturellen Situation. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ein trübes Gewässer, in dem wir aktuell fischen. Wir können Szenarien formulieren. Wir haben die Möglichkeit, Gameplans ausgehend von diesen Gegebenheiten, wie sie sich ja auch im FedWatch-Tool eben zeigen, zu formulieren. Und es ist absolut auch hilfreich, diese zu formulieren, diese Gameplans. Aber man sollte nichtsdestotrotz das vor allem dahingehend nutzen, dass man eine solide Position hat, aus der man in der Lage ist zu agieren. Dann auf die Veröffentlichung des Prints und infolge der Reaktion auf den Markt. Meine Tendenz geht in Richtung, in Anführungsstrichen, dovish, 75 Basispunkten und zunehmendem Auspreisen. Ich sehe maximal 50 Basispunkte nur noch mal im September, 25 im November, 50, 25 im Dezember. Das wäre etwas, was potenziell eher aktientreibend wirkt. Status quo, also hier haben wir jetzt einen Blick auf den S&P. Status quo ist es auf jeden Fall so, wir haben eine technisch ja schon
deutliche Aufhellung des Bildes zu sehen bekommen, meiner Einschätzung nach, mit dem Bruch dieser Abwärtstrendlinie und auch dem Halten jetzt, dem gestern erfolgten Flush und Halten aber und mit der entsprechend starken Gegenbewegung infolge der Earnings von Google und Microsoft, die mich überrascht. Also nochmal, ich persönlich muss gestehen, auf die Earnings hätte ich eher eigentlich einen weiteren Drop erwartet und dann auch Fall unter die 3900er-Marke. Diese starke Reaktion, die ist schon interessant, ehrlich gesagt. Wir werden auch gleich sehen, warum. Also nochmal, die Earnings waren nicht so prosperierend. Vielleicht ist es die Hoffnung in irgendeiner Form, dass es jetzt besser wird und dass man die Talsohle durchschritten hat. Schauen wir mal. Also das ist eine starke Reaktion, wie gesagt, hauptsächlich getragen, sicherlich durch die positive Reaktion auf die Google Earnings, dann auch später noch ab 12 nachts hier mit weiteren Aufschlägen, die uns sogar über die 59 geführt haben, sicherlich unter ganz dünnen Umsätzen, aber begünstigt durch vielleicht dann auch das ins positive Territorium drehen im nachbörslichen Handel seitens Microsofts, eben infolge des Earnings Calls und der Reaktion darauf, auch da gleich noch ein bisschen mehr Details. Aber was noch viel interessanter ist, ist, dass wir das derzeit halten können in die Fed hinein. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen würde, das ist durchaus eher die Long-Seite begünstigend. Ganz besonders just in jenem Moment, wenn es heute durch die Fed zu einer Eroberung und Halten oberhalb von 3,79, 3,89 kommt, eventuell ein bisschen weiter gefasst der 4.000er-Marke. Und das scheint wiederum sehr wahrscheinlich zu sein, denn mein Szenario, wie gesagt, mit den 75 Basispunkten, das beinhaltet ja jene Überlegung, dass man zeitgleich dann ein Auspreisen hier dieser 25% sieht. Also schlagartig, dass es dort eine Veröffentlichung gibt und plötzlich schlagartig entsprechend eben diese restriktive Haltung seitens des Marktes auf dem falschen Fuß erwischt würde. Und genau das würde dann diesen bullischen Impuls nach sich ziehen. Das würde ich selber noch nicht handeln wollen, sondern was ich dann sehen wollte, wäre, dass wir auf solch einen bullischen Pop ein Halten auf den sich dann ausgebildeten Hochs zu sehen bekommen. Also, dass das ein Follow-Through gibt. In Ergänzung hierzu zu der Zinsentscheidung wird es dann auch so sein, dass wir darauf achten müssen natürlich, was liefert uns dann hier das Fed-Statement beispielsweise. Gelingt das infolgedessen, nicht nur die dann hier Region um 3,79, 3,89 rauszunehmen, sondern auch die 4.000er-Marke zurückzuerobern, im Bereich der Tageshochs sich zu stabilisieren beziehungsweise das bullisches Momentum auf den Weg zu bringen, dann ist das meiner Einschätzung nach nicht nur für heute ein bullisches Signal über die 4.000er-Region, sondern auch darüber hinausgehend weiteres Potenzial freisetzend in der zweiten Wochenhälfte, also Donnerstag, Freitag dann bis in Gefilde um 4.200 Punkte. Und hier erinnern wir uns wieder dran, da kommt ja einiges auch noch an Earnings, die dann veröffentlicht werden, nämlich seitens Amazon, die eine relativ niedrige Hürde zum Überspringen haben, beziehungsweise beispielsweise auch von Apple, allerdings Donnerstag dann, morgen erst nachbörslich. So, ja, Haupthandelsvehikel meinerseits. Heute mal wieder noch ein Blick auf den Nasdaq. Haupthandelsvehikel meinerseits, muss ich allerdings gestehen, wird wahrscheinlich der Nasdaq sein. Ich glaube, dass der ein bullisches Outperformance-Potenzial hat. Auch der hat eine starke Reaktion gegen diese Region hier um 12.100 Punkte gezeigt, dieser Rücksetzer in diese Gefilde. Und ja, hier ist es so, sollten wir jetzt die 12.3 überwinden, beziehungsweise auch hier vielleicht ein bisschen weiter gefasst, die 4.50, 500, auf eine dovische Haltung oder beziehungsweise weniger restriktive Haltung, wäre das für mich ein bullisches Signal und würde dann im Nasdaq weiteres Potenzial freisetzen, zunächst mal bis in Richtung hier Region um rund gesprochen, 13.000 Punkte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kursdynamik aber hier um ein Vielfaches dynamischer einfach aussieht und mit meinem Handelsansatz dann einfach wesentlich besser korrespondiert. Aber auch hier würde ich dennoch erstmal abwarten wollen, in welche Richtung die Reaktion des Marktes kommt, ob überhaupt diese Dovishness zustande kommt. Auch denkbar wäre nochmal ein anderes Szenario, die Fed kommt daher, erhöht den Leitzins aber wirklich um 100 Basispunkte, würde den Markt komplett auf der falschen Seite erwischen. Es gibt einen Flashout auf der Unterseite, nochmal eine Attacke auf die 12.000er-Region, aber... Und jetzt kommt's, aber sie verweist dann in ihrem Statement, was sie veröffentlicht, darauf, dass man in Zukunft weitere Zinsentscheidungen data-dependent macht. Data-dependent bedeutet etwas anders formuliert, dass man eben einkommende wirtschaftliche Zahlen im Hinblick auf die Inflation zum Beispiel dazu dann nutzt zu sagen, sollten die unter der Erwartung veröffentlicht werden, also ein Top-Out in der Inflation sich herauskristallisieren oder sollten beispielsweise Wirtschaftsindikationen im Hinblick auf Arbeitsmarktzahlen, sollten die in irgendeiner Form hier ein sich deutlich abschwächendes Wirtschaftswachstum suggerieren, sind wir bereit, geldpolitisch uns lockerer zu präsentieren. Das wäre etwas, was auf eine 100-Basispunkt-Zinsanhebung
die dann auf den Weg gebracht würde, mit dem Ziel der Inflation Herr zu werden oder beziehungsweise sich ihrem Geldwertstabilitäts Mandat irgendwie noch zuzuwenden, aber in Wirklichkeit eigentlich schon mit weiteren Zinsanhebungen abgeschlossen zu haben, weil man den wirtschaftlichen Absprung sieht und infolgedessen geldpolitische Lockerungen wahrscheinlicher werden. Das wäre dann initial ein Flashout-Moment, aber dann mit starker potenzieller Bullishness verbunden. Also heißt, es ist nicht zwangsläufig gesagt, dass es nur die 75 Basispunkte sind. Es könnten auch 100 werden, aber dennoch könnte es stark bullish sich dann zutragen infolge eines Statements. Und da wir nicht wissen, wie das Statement ausgegeben wird, in welche Richtung, wie gesagt, harren wir aktuell erstmal der Dinge, die da kommen, skizzieren aber unsere möglichen Tableaus oder unsere möglichen Szenarien und positionieren uns dann ausgehend eben von den einkommenden News. So, das also auch im Hinblick auf den Nasdaq. Wir wollen einen Blick werfen, weil wir auch unglaublich viel diesbezüglich abzudecken haben. Wir wollen einen Blick werfen jetzt auf Aktien, auf Einzeltitel an dieser Stelle. Und wir wollen in dieser Konstellation natürlich einen Blick auf die gestern veröffentlichten Earnings werfen, beziehungsweise, ich fange mal ganz kurz schon mal runter, wir fangen mal mit Alphabet an. Übergeordnet das Bild deutlich topisch, selbst trotz Split, der stattgefunden hat. Also nicht wundern jetzt, warum eine Alphabet mit Google mittlerweile nur noch bei $100 notiert. Das hat damit zu tun, weil es einen Aktiensplit von 20 zu 1 gegeben hat, jüngst. Ich müsste jetzt nochmal ganz kurz schauen, aber ich glaube, es war Anfang Juli. Und ja, wir haben keine, also selbst damals auf die Ankündigung dieses Splits nicht die klassisch häufig beobachtete bullische Reaktion tatsächlich zu sehen bekommen. Ich will mal ganz kurz hier vielleicht diese Range kennzeichnen, damit man dann auch gleich sieht, was die Stunde hier geschlagen hat. Wir laufen also in Richtung der unteren Range-Begrenzung. Gestern werden die Earnings veröffentlicht und die Aktie reagiert, wie wir es dann auch hier im Pre-Market-Screener von MarketWatch zu sehen bekommen. So, wir fahren ein bisschen nach unten. So, unter aktuell den höchsten Umsätzen im Big Tech-Bereich. Aktuell 93.000 gehandelter Stücke, seriert bullish, 4% Aufschläge. Und das überrascht deswegen, weil wir kommen jetzt zu den Earnings, weil die nicht so gut waren, wie man es eigentlich für solch eine Reaktion erwarten würde. Wir haben einen Miss beim Gewinn pro Aktie zu sehen bekommen, Earnings per Share 1,21 gegen 1,31. Wir haben im Sales einen unter der Erwartung liegenden Umsatz gesehen, 69,98 gegen 70,35, nur marginal, aber dennoch unter der Erwartung, also Top und Bottom Miss, so nennt man das dann. Wir sehen darüber hinausgehend zwischen den Zeilen, dass wir hier einen Revenue haben von 57,47 Milliarden. Der liegt zwar auf Jahressicht höher, also das Wachstum ist weiter gegeben, aber dennoch unter der Erwartung von 58,03, auch enttäuschend. Das Einzige, was hier, ich sag mal, herausragt, in Anführungsstrichen, neben dem Umstand jetzt, dass der Cloud-Revenue ebenfalls unter der Erwartung von 6,28 gegen 6,32 veröffentlicht worden ist, aber sich ähnlich negativ zum Beispiel auch bei den zeitgleich veröffentlichten Microsoft-Earnings präsentiert hat, also Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon AWS an dieser Stelle. Das sind zukunftsträchtige Bereiche, schlichtweg einfach, wo wir einen harten Konkurrenzkampf einfach schlichtweg sehen. Also Cloud-Business wird in der Zukunft einen großen potenziellen auch Revenue-Driver darstellen und Gewinn potenziellen Generator, vorausgesetzt, du bist dort, wie soll ich sagen, konkurrenzfähig aufgestellt. So möchte ich es mal vielleicht formulieren. Aber zurückkommt eben hier auf den Cloud-Revenue. Google befindet sich so ein bisschen ich sag mal, wie soll ich das nennen? Die holen auf oder beziehungsweise die versuchen, ein Gap zu schließen, welches sich aufgetan hat im Laufe der Jahre durch eben die Arbeit, die Amazon beziehungsweise die Microsoft in diesem oder den Vorsprung, den Microsoft aufgetan haben. Und Google zieht so ein bisschen nach, investiert in diesen Bereichen sehr viel. Und in diesem Zusammenhang ist das eigentlich so der Hauptfokus. Und wir sehen weiter in diesem Bereich eben, dass Google auch nicht nur willens ist zu investieren, sondern potenziell weiteres Wachstumspotenzial hat, was eventuell noch zusätzlich ein potenziell bullischer Driver gewesen sein könnte auf die Aktien. So könnte es man vielleicht interpretieren. Aber hauptsächlich sehe ich den Grund für die bullische Reaktion in dem einzigen Lichtblick hier, in den einzelnen Punkten, die ich aufgeführt habe, nämlich im Ad Revenue, der mit 56,29 Milliarden gegen 55,91 Milliarden, zwar marginal, aber über der Erwartung veröffentlicht worden ist. Ad Revenue ist nichts anderes als diese Ads, die bei euch irgendwie im Rechner auftauchen, also im Google Chrome auftauchen oder bei euch im Smartphone auftauchen, also Werbung, einfach die geschaltet wird. Und
Wir hatten letzte Woche ja mit den Snap-Earnings hatten wir hier einen enttäuschenden Datensatz und auch schwaches Wachstum ausgesehen oder beziehungsweise ausgegeben gehabt. Und Snap, infolgedessen hat beispielsweise es ja ein Sympathy Play gegeben, auch mit einem Gap Down auf der Unterseite. Also Snap selber hat über 30% verloren, mittlerweile im locker einstelligen Bereich handelnd, also so wie ich das schon skizziert hatte nach dem Unterschreiten der 12-Dollar-Marke. Meta-Facebook. Auch im Bereich Ad Revenue, einen potenziellen Gewinntreiber eben tatsächlich infolgedessen ebenfalls im negativen Territorium. Mal schauen, wie die sich heute darstellen, weil man nämlich auch Google zum Beispiel negativ hat performen sehen als Sympathy Play. Nicht ganz so negativ performend, aber dennoch negativ performt, weil man natürlich dann aus Snap den Rückschluss zieht. Na, wenn es denen nicht schon gut geht, also resultierend aus dem übergeordneten Umfeld, wir haben eine sich eintrübende konjunkturelle Situation, Rezessionssorgen, Inflation. Und ganz natürlich wird einfach in Marketing-Departments in jeder Branche zuerst der Rotstift angesetzt und man sagt dann einfach, das sind hier Ausgaben, die wir uns sparen können, beziehungsweise die wir reduzieren sollten. Wir sind jetzt hier nicht im Wachstumsmodus, sondern wir sind im Konsolidierungsmodus. Und im Bereich Marketing, Ads schalten und dergleichen wird dann erstmal entsprechend reduziert. Also da macht sich das an erster Stelle bemerkbar. Und das schlägt jetzt nicht nur dann dramatisch bei Snap durch, sondern das wird sich auch in anderen, selbst Giganten zeigen, die dort Headwinds haben, also Gegenwind sich gegenüber sehen, wie beispielsweise Google oder auch nach Facebook. Das Interessante ist jetzt, man ist offensichtlich in der Lage, diesem Gegenwind standzuhalten. Und das könnte erklären, wo dann hier, ich gehe mal ganz kurz auf den Google Chart in der Nachbörse, wo diese bullische Reaktion herkommt, beziehungsweise warum wir auch aktuell in der Lage sind, diese Aufschläge zu halten. Es scheint irgendwie so zu sein, als wenn der Markt in diesem Zusammenhang einfach das als positive News aufwertet und das dann auch auf dem breiten Markt durchschlägt, vielleicht sich hier auch so eine Hoffnung widerspiegelt, wenn so ein Gigant wie Google im Bereich Ad Revenue immer noch solide performt. Ist die Wirtschaft vielleicht nicht so am Boden, wie man es eventuell erwartet? Bei zeitgleich einer lockeren Geldpolitik vielleicht, die sich herauskristallisiert in Kombination, hat man eigentlich ein Umfeld, in dem weiteres Wachstum auf dem Weg und das sich positiv auf den Aktienmarkt. In die Richtung könnte man das interpretieren. Ich würde es nicht überbewerten wollen, aber es ist zumindest mal nachvollziehbar. Erstmal die bullische Reaktion. Und wie gesagt, wir haben eigentlich charttechnisch jetzt erstmal den Bruch aus der Range auf der Unterseite abwenden können. Was nicht ist, kann noch werden. In dem Moment, wenn sich die Fed restriktiv äußert und eben den Kampf der Inflation ihr Hauptaugenmerk widmet. Aber nichtsdestotrotz, zunächst einmal sind wir zurück in diese Range gebounced. Und wie gesagt, Intraday, ich würde jetzt mal sagen, besonders wenn wir uns den Handel hier anschauen, ich würde mal sagen, wenn wir in der Lage sind, die 109 zu halten, so als Region, vielleicht ein kurzer Flush in Richtung so der 108, kurz drunter, dann aber ein Rebid und ein Kaufen zurück oder ein Halten dann auch oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises, könnte man durchaus für die Longseite in Betracht ziehen, besonders sollte es zu einer Kursrallye kommen, infolge der Fed dann heute Abend. Aber summa summarum, eher ein bullischer Ausblick, Test oberer Range-Begrenzung, dennoch abhängig weniger von den Earnings und den Reaktionen des Marktes auf diese, als er dann von der Fed übergeordnet geliefert. Also für ein Earnings Play zwar einerseits qualifiziert und der vorbörslich gehandelte, das vorbörslich gehandelte Volumen hält sich zwar jetzt bis dato noch in Grenzen. Wir haben jetzt hier 100.000 Stücke oder sowas, aber ja, so roundabout bis dato. Im Schnitt gehen dort nach dem Split jetzt rund 40 Millionen Stücke um. Wenn man hier auf Google, kommt immer darauf an, ob du dir die Class R Shares, Class C Shares anschaust, da gibt es immer GOOG oder GOOGL beispielsweise. Aber unterm Strich ist das in Anführungsstrichen alles dasselbe. Also bezieht sich auf dasselbe Unternehmen. Wir haben durchschnittlich 40 Millionen Stücke. Also damit die Aktie heiß wird, möchte ich 10% davon in der Vorbörse gehandelt sehen. Sieht erstmal nicht danach aus, könnte sich aber natürlich in den Abend hinein noch dramatisch verändern. Wie gesagt, summa summarum, durchwachsene Zahlen, leicht bullische Tendenz durch den Ad Revenue an der Stelle. Sollten wir uns oberhalb von 109 halten, 110 halten können, oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises, ist ein Lauf in den kommenden Tagen in Verbindung mit einem übergeordnet sich aufhellenden Bild in Richtung 120 der oberen Range-Begrenzung denkbar. Und da wird es dann natürlich deswegen spannend, weil das ist eine potenzielle Breakout-Region. Also da lassen sich dann auch, besonders wenn wir knapp unterhalb konsolidieren, eventuell, lassen sich potenzielle Breakout-Setups natürlich formulieren, aber soweit muss es dann an der Stelle erstmal kommen. Gleiches gilt auch auf der Unterseite, aber aktuell ist da wahrscheinlich eher die Oberseite, die im Mittelpunkt des Geschehens steht. Microsoft, das komplette Gegenteil. Das komplette Gegenteil deswegen, ich nehme noch hier ganz kurz, ich muss den Chart mal anpassen. Weil da gab es keinen Lichtblick.
In irgendeiner Form. So. Also wir sehen technisch in Microsoft auf jeden Fall weiter eine ganz saubere bärische Struktur, bärische Konsolidierung, eher Potenzial für eine voranschreitende Korrektur, die uns vielleicht sogar übergeordnet im Chart, ich will das mal ganz kurz hier einzeichnen, dann hat man auch eine Idee, an welcher Linie ich mich hier orientiere. Eher so ein Test der 220er-Region vielleicht sogar, der da anstehen könnte, sollten wir bärisches Momentum aufnehmen. Verzeihung, so. Also ganz übergeordnet und das wäre dann so hier diese Region, dieser Test, dieser übergeordneten Trendlinie. Jetzt, wie gesagt, wird es spannend. Erstmal Earnings nicht gut, ja, also wirklich nicht gut. Microsoft Gewinn pro Aktie 2,23 gegen 2,30 erwartet. Sales 51,9 Millionen, ich würde sagen Milliarden gegen 52,47 Milliarden. Nachbörslich initial waren es minus 1%. Zwischen den Zeilen wird man auch hier erkennen, Cloud Revenue, besonders also Fokus auf Azure und so weiter, unter der Erwartung, beziehungsweise im Bereich der Erwartung, Verzeihung, nicht unter der Erwartung, 25 Milliarden gegen 24,99, also Erwartung erfüllt der Wall Street, aber auch nicht mehr. Wir sehen den Productivity Revenue hier 16,6 Milliarden gegen 16,68 unter der Erwartung. Personal Computing Revenue unter der Erwartung 14,36 gegen 14,67. Intelligent Cloud Revenue 20,91 gegen 21,07. Also auch unterm Strich. Oberhalb des Strichs, unterhalb des Strichs. Kein Beat. Erwartung miss, nicht getroffen. Wir sehen eben dann auch zwischen den Zeilen keine wirklichen starken Wachstumsaussichten, kein Segment, was herausragt in irgendeiner Form. Sehen initial eine nachvollziehbare Erwartung, Reaktion, und zwar hier. Und dann schießen wir aus dem Stand plötzlich aufwärts. Und da stellt sich dann die Frage, okay, was ist passiert? Also ist irgendwas gesagt worden im Earnings Call und so schaut das Ganze danach aus, weil wir haben nämlich dann den CFO und auch den CEO gehört, die hier im Hinblick auf den Gewinn pro Aktie auf das verwiesen haben, was wir eigentlich schon wussten. Wir erinnern uns dran, Microsoft hatte am 3. Juni, glaube ich, war das, oder 2. Juni, also Anfang Juni auf jeden Fall, hatten die, zeigen wir nochmal ganz kurz hier im Chart, haben die nämlich eine Gewinnwarnung ausgegeben. Infolge der sogenannten Währungseffekte. Wir erinnern uns eventuell daran. Es gab dann eine relativ starke Reaktion, aber wir haben dennoch infolgedessen zunächst mal initial Bearishness gesehen. Guck mal kurz, wo war es denn? Da ragt diese Kerze so ein bisschen heraus. Ein bisschen reinzoomen, das war hier. Das war der zweite. Das war der 2. Juni. Da gab es ein Gap Down, scharfes Gap Down mit hartem Abprall. Wir haben aber einen recht starken Schluss gesehen, aber die Hochsand waren wir nicht in der Lage, in dem Fall dann hier die 2,76, 2,80 rauszunehmen in den Folgetagen. Und das war dann der Wegbereiter eher für weitere Abschläge an der Stelle, besonders als die Inflationszahlen über der Erwartung fällen und so weiter und so weiter. Also, Fakt ist auf jeden Fall einmal, diese Gewinnwarnung infolge der Währungseffekte, das war etwas, das konnten wir erwarten. Und dieser konkrete Verweis darauf, dass man in dem Zusammenhang hier diese Effekte jetzt schon bereits gespürt hat, hat diesen Miss hier dahingehend so ein bisschen relativiert, weil das ungefähr 4 Cent ausgemacht hat im Gewinn pro Aktienbereich. Das heißt also, ohne diese Währungseffekte hätte man Gewinn pro Aktie um 2,27 veröffentlicht. Immer noch unter der Erwartung, aber dann wiederum für das übergeordnete Marktumfeld, summa summarum, solide. Also das wäre jetzt kein Big Miss oder dergleichen gewesen. Ergänzend dazu hat man seitens des CFOs darauf verwiesen, dass man im Bereich Umsatz bzw. auch operativer Gewinn weiterhin damit rechnet, dass man im zweistelligen Prozentbereich wachsen wird in den kommenden Quartalen. Und man hat dann seitens des CEOs, ich muss mal kurz gucken, wie der heißt, ich glaube Nardella heißt der. Habe ich hier gar nicht. Ich glaube ja, ne? Nardella, glaube ich, heißt der Herr. Der hat noch zudem darauf verwiesen, dass man auch im Bereich Azure und Cloud Computing langfristige Verträge geschlossen hat und hier eine weiter sehr, sehr starke Nachfrage sieht, beziehungsweise auch entsprechend eben so ein, irgendwas mal Locked-in-Profit hat. Also das heißt, langfristige Verträge, die einfach dann bedeuten, dass du hier weniger von eben externen Faktoren wie beispielsweise Inflation und dergleichen eben abhängig bist, sondern dass das Business stabil bleibt und deine Kunden nicht infolge sich dann entsprechender Verwerfungen aus konjunktureller Perspektive verabschieden. Ja, sehr plump formuliert. Das, summa summarum, meiner Einschätzung nach, einer der Gründe, warum wir dann so eine bullische Reaktion zu sehen bekommen haben. Jetzt, das ist ganz interessant, aber wir stellen uns vor allem die Frage natürlich aus trading-technischer Perspektive. Ja gut, was können wir jetzt daraus machen? Ist die Aktie dann für heute long? Könnte sein deswegen, weil
wir auch hier eine positive Reaktion haben und eventuell nochmal einen Test an der 270er-Region anlaufen, 280er-Region. Es gibt aber ein großes Aber, weswegen ich ganz klar Google als Kandidat favorisiere, neben dem kleinen Lichtblick hier in Anführungsstrichen im Hinblick auf den Ad-Revenue. Und zwar bin ich nämlich hier über eine Betrachtung gestolpert von Earnings Whispers. Das kennt der ein oder andere vielleicht. Das ist die Webseite, von welcher ich immer am Samstag die für die kommende Woche anstehenden Earnings retweete. Also das bedeutet also, ihr habt dann von denen, wir haben eine super Ausarbeitung diesbezüglich, ihr habt dann den Kalender, ausgehend von welchem dann, also das ist der hier, nee, Moment, einen Augenblick, kurz überlegen. Hier gehe ich mal kurz rein. Der ist das. Das ist dieser Kalender, also dieser Tweet jetzt in dem Fall von Samstag. Und dann haben wir das immer so schön aufbereitet hier, welche News anstehen und dergleichen. Und Earnings Whisper stellt hier ganz Interessantes raus. Das, was in Microsoft jetzt passiert ist, ist historisch unüblich. Also sprich, anders formuliert, wir haben einen Datensatz und auch eine Guidance, die unter der Erwartung veröffentlicht wird, also eigentlich schwach, und dennoch reagieren wir darauf positiv. Also sprich, in der Vorbörse sehen wir jetzt, nicht in der Google, sondern dann in dem Fall in der MSFT hier unten, ein sich abzeichnendes Gap von 3,7%. Wenn das gehalten werden kann, dann zeigt die Verbindung, die Statistik an dieser Stelle, dass das nur in drei Mal der Fälle in der jüngeren Vergangenheit stattgefunden hat. Und wenn wir, auch wenn das eine kleine Sample Size ist, aber wenn wir das als Muster heranziehen, dann haben wir im darauffolgenden Monat einen durchschnittlichen Abverkauf in der Aktie gesehen von 6,3%. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Wir reagieren initial zwar bullish auf diese News, die, wie gesagt, unterm Strich bei genauer Betrachtung alles andere als eine bullische Reaktion rechtfertigen. Wie gesagt, hauptsächlich getragen werden durch die Kommentare seitens des CFO und CEO im Earnings Call. Wenn man jetzt die junge Vergangenheit heranzieht, dann sehen wir, dass wir auf solch eine bullische Reaktion in den nächsten Wochen eher mit Abschlägen konfrontiert sind. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalte, ganz besonders natürlich vor dem Hintergrund der Fed heute Abend. Also bei aller Bullishness, die ich habe, die ich auch rechtfertigen könnte, aber nichtsdestotrotz könnte ich mich irren, beziehungsweise es anders kommen, und zweitens, als ich dachte. Was bedeutet, wenn der übergeordnete Markt dann abdreht, könnte das auch mitgetragen werden durch ein erneutes Abdrehen, in dem Fall von Microsoft, was dann hier die Region um 2,30, 2,35 in den Mittelpunkt des Geschehens rückt, beziehungsweise eben diese übergeordnete Aufwärtstrendlinie, die wir dann hier testen könnten. Das heißt also, dass wir in dem Fall nochmal einen tieferen Flush sehen, der wiederum allerdings längerfristig durch eben die Größe von Microsoft dennoch dann CRV-technisch für mittelfristige Engagements interessant sein dürfte und hier Long-Engagements vielleicht sogar favorisiert. Soweit sind wir aber noch nicht. Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man Microsoft eben heute tradet, beziehungsweise wenn man sich die Frage stellt, warum liegt mein Fokus heute auf Google, beziehungsweise noch auf einem anderen Play in Coinbase und weniger auf Microsoft. Das ist der Hauptgrund dafür, weil eben das nicht unbedingt ein Zeichen in der jüngeren Vergangenheit von Stärke war, sondern eher von Schwäche, solch eine Reaktion auf eine schwache Guidance an der Stelle. So, und dann haben wir noch ein Play, das will ich auch nochmal ganz kurz hier vorbereiten. Mache ich deswegen zum Thema, weil es auch in dem Zusammenhang gut funktioniert hat das letzte Mal, als die Fed veröffentlicht worden ist. Wir haben gemeinhin mit der Fed-Sitzung einen Grund, davon auszugehen, dass wir in die Fed-Sitzung in den Stunden davor ein eher ruhiges Treiben zu sehen bekommen. Und Coin hatte sich schon vor rund, was waren es? Eben 6 Wochen, ja. Das letzte Mal, als die Fed getagt hatte, das war am 15. Juni war es, hatte Coin sich hier bullish präsentiert gehabt. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir das noch gezeigt bekommen. Irgendwo hier in dem Bereich unterhalb der Range. Ich mach das mal hier raus. Den machen wir auch mal raus. Irgendwo hier hat man ein bullisches Szenario skizziert gehabt. Überdehnung auf der Unterseite infolge auch der Gegebenheiten, die wir im Bitcoin damals gefunden haben und so weiter. Und Coin hat gestern über 20%, das kann man ja hier erkennen, über 20% Abschläge gesehen, getragen durch diese News, nämlich dass die SEC hier gegen Coinbase vorgeht. Und zwar, dass man sagt, dass man nicht registrierte Wertpapiere an US-Bürger verkauft hat. Also das ist ein nicht zu unterschätzende Unterstellung an der Stelle. Wird natürlich einen Rechtsstreit nach sich ziehen und dergleichen. Erinnert so vielleicht auch im Kern
ein wenig irgendwie entfernt an die Geschichte rund um Ripple und diesen XRP-Token an dieser Stelle, der bis dato nicht entschieden wurde. Aber unterm Strich bleibt erstmal, dass die Marktteilnehmer, wenn sie so eine News sehen, SEC ermittelt gegen Unternehmen XYZ, wer auch immer es ist, erstmal schießen und anschließend Fragen stellen. Und genau sowas haben wir gestern meiner Einschätzung nach zu sehen bekommen. Und das, was mich jetzt hier eben interessiert, ist ehrlich gesagt die charttechnische Gegebenheit in der Coinbase, die ganz klar weiter bearish ist, die auch irgendwie sich etwas eintrübende Situation im Hinblick auf Bitcoin generell und auch die technische Konstellation, also Potenzial eines Tests hier so im Bereich um ungefähr $45, $47, $46, so in dem Bereich ungefähr, durch den Umstand, dass wir gestern einen sauberen Abwärtstrend gesehen haben, Tagesschluss im Bereich der Tagestiefs, sich die Aktie damit für ein sogenanntes Second-Day-Play eben qualifiziert und weil ich dann auch einen relativ klaren Gameplan formulieren kann, ausgehend von welchem ich positioniere, denn ich weiß in dem Moment genau, was ich sehen will. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt, wir können mal ganz kurz übrigens auch in der Vorbörse schauen, wo wir eröffnen. Durch die Vorgaben jetzt, ja, ungefähr Two-Day-Rewob ist das. Das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis hier. Ich weiß ganz genau, was ich sehen möchte, nämlich, dass ich ganz kurzfristig einen starken bärischen Opening Drive zu sehen bekomme. Also wenn wir uns jetzt hier mal zum Beispiel den Minutenchart anschauen, ich habe es gestern nicht getradet, das finde ich ein bisschen bedauerlich, ehrlich gesagt, weil mein Fokus lag einfach auf Walmart und ich war nicht wirklich fokussiert. Also gestern, ich war einfach abgelenkt, habe mich auf Walmart fokussiert, aber auch wirklich nicht so wirklich fokussiert, habe dann gesehen, okay, da wird es eben nicht, habe dann ein anderes Projekt, habe mich einem anderen Projekt gewidmet und habe dann heute früh gesehen in meiner Ticklist, dass Coin gestern richtig gelaufen ist und sich das schon fast als ich möchte mal fast sagen, als No-Brainer getradet hätte lassen können auf die News. Ich habe jetzt natürlich nicht die technischen Level und dergleichen hier berücksichtigt, aber wenn ich mir eben anschaue, dass wir nicht in der Lage sind, die 63 zurückzuerobern, kurz im Pop sehen, überrollen, unter Rewob droppen und den hier in dieser einen Candle, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Stuff-Candle gewesen ist, wie gesagt, ich habe nicht drauf geschaut, aber die 62 nicht in der Lage sind, zurückzuerobern, ich hier einen Short bekomme, unterhalb des Rewobs, dann habe ich mindestens einen sogenannten Momentum-Scalp zur Eröffnung. Nämlich dahingehend, dass ich sage, ich gehe jetzt davon aus, dass wir neue Tagestiefs markieren, dass wir eventuell sogar unter die 60 droppen, also als psychologisches Level, und würde das Ganze managen auf der 1-Minuten-Basis über den EMA 9, also mit dieser gelbfarbenen gleitenden Durchschnittslinie hier, und würde den Trade rausnehmen, sobald wir zu einer Rückeroberung ansetzen. Und das sehen wir, kommt hier ungefähr zustande, in dem Moment um 59. Wenn ich den jetzt hier shorte auf der 62, um 62, mit einem Risk in dem Bereich von 30 Cent, 50 Cent vielleicht, nehmen wir mal 50 Cent, und dann einen Move sehe auf der Unterseite Richtung 59, also von $3, dann habe ich ein Chance-Risiko-Verhältnis immer noch von 6:1, was phänomenal gut ist. Wir haben weiteren Abgabedruck gesehen. Wie gesagt, Konsolidierung hier und dann in der zweiten Tageshälfte wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen, sich short zu positionieren. Ich glaube, dass mein Hauptfokus hier auf diesem kurzen Stück gelegen hätte. Und das ist genau auch solch ein Stück, welches ich heute mir vorstellen könnte, sollte es dann nicht gelingen, hier diesen volumengewichteten Durchschnittspreis für die letzten zwei Tage rauszuholen, also das heißt die 57 zurückzuerobern, stattdessen eben unter Rewob droppen, vielleicht ein kurzer Pop, aber nichtsdestotrotz, wir es nicht schaffen, dass dann sich ähnlich wie gestern hier so ein bärisches Momentum herauskristallisiert, was man dann in den ersten 60 Handelsminuten, so zwischen 15:30, 16:30 vielleicht gut traden kann in die Fed hinein und dann erstmal Trading sein lässt und sich am Abend wieder durch die Fed-Sitzung neu fokussiert, dann im Hinblick auf den Nasdaq und dergleichen. Aber wer bis dahin ein Play sucht, scheint mir hier in Coinbase durch die gestrigen Entwicklungen, durch den schwachen Tagesschluss, durch die stattgefundene Gegenbewegung und dergleichen, aber durch das Halten unterhalb des Two-Day-Rewob an der Stelle, eventuell eines Scheiterns im Bereich um 57, eventuell ist Coin ein ganz interessantes Play, was man hier im Hinterkopf eben tatsächlich haben sollte. So, ja, nunmehr das zu den Einzeltiteln und was ich dort hier anbieten könnte, dann sind wir bei den Devisen und ich will natürlich auch gleich an dieser Stelle die Frage aufgreifen im Hinblick auf den USD/ZAR, also zum südafrikanischen Rand, die gerade reingelaufen ist. Apropos Fragen, ich schau mal ganz kurz, ob ich hier was verpasst habe.
Hängt von der Fed heute Abend ab, würde ich sagen, an Neue Infinity. Die Frage, wird es überhaupt Reaktionen auf das BIP geben, ist das ja nur ein rückblickender Indikator, das stimmt. Die Erwartungshaltung ist erstaunlich positiv, möchte man schon fast sagen. Ich gehe mal ganz kurz hier auf Trading Economics. Und auf die United States und dann auf das GDP. Ist erstaunlich positiv, ehrlich gesagt, mit einem Konsens von 0,5%. Deswegen erstaunlich, weil wir zeitgleich mit dem Atlanta Fed GDP Tracker hier schon seit geraumer Zeit eigentlich negativen Print sehen. Und der Estimate, ausgehend von den einkommenden Wirtschaftsindikationen vom 19. Juli, auch wenn er schon eine Woche alt ist, aber nichtsdestotrotz liegt bei minus 1,6%. Wäre sehr überraschend, wenn sich das jetzt so dramatisch innerhalb der letzten Wochen aufgehellt hätte, dieses Bild. Deswegen scheint mir das ziemlich optimistisch zu sein. In Verbindung mit einer sehr doppischen Fed, die data-dependent ist, würde eine Überraschung hier auf der Oberseite natürlich eher die Short-Seite begünstigen. Auf der Kehrseite eine Reaktion, wenn man sich diese Data-Dependency eben irgendwie widerspiegeln sieht im Fed-Statement, ist ein Print, der sich negativ darstellt, wobei der sich schon dramatisch negativ ausgehend vom Fed-Tracker seitens der Atlanta-Fed darstellen müsste, aber nichtsdestotrotz in der Lage, einen eher geldpolitisch lockeren Kurs, also Bad News is Good News für Aktien beispielsweise, eben nach sich ziehen. Deswegen ist das schon ein brisanter Datensatz, weil er vielleicht auch die Politik dann dahingehend drängt, in irgendeiner Form vielleicht auch geldpolitische Lockerungen zu forcieren, beziehungsweise trotz galoppierender Inflation, beziehungsweise eventuell sogar dann man auf die Idee kommt, dass man beispielsweise in die Richtung wirkt, neue Stimulus-Packages für die Bevölkerung abzuschließen oder zu verabschieden, zeitnah, und genau das ebenfalls dann bullisch treiben für Equities wirken könnte. Also so könnte sich der GDP-Print darauf auswirken. Ja, ganz interessant. Also ich habe heute häufiger englische Anfragen. Also es ist halt ein deutsches Event, deswegen antworte ich die Frage auf Deutsch. Also, can I ask you a question about the specific company? Sure, but please in German. Respectively, ask in English and I answer in German. Bezüglich Euro US-Dollar, nicht groß überraschend. So wie sich die Situation aktuell darstellt. Gestern nochmal bärisches Momentum aufnehmend. Hier in das Ende des Morning Meetings hat sich diese Dynamik schon herauskristallisiert und wir haben dann einen deutlichen Drop zurück unter die 1,02 zu sehen bekommen. Klare Beschleunigung, auch in Richtung der unteren Range-Begrenzung. Wie gesagt, nach oben sehen wir weiter, dass es schwierig ist offenbar für den Markt ausreichend Vertrauen in die EZB auf den Weg zu bringen, trotz in Aussichtstellung von Zinsanhebungen. Dass sie in der Lage ist, den Abverkauf, den Ausverkauf im Euro einzufangen. Möglicher scharfer Bounce natürlich denkbar, just in jenem Moment, wenn die US-Notenbank heute geldpolitisch sich lockerer präsentiert und das eben den US-Dollar in der Lage ist, unter Druck zu bringen. Mein Hauptfokus liegt tatsächlich weniger auf dem Euro-US-Dollar. Also längerfristig bleibt mein Short im Euro intakt. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an meine Ausführung im Hinblick auch aus vielerlei anderer Hinsicht, dass ich zum Beispiel Trading-Konten in US-Dollar führe. Nicht nur begünstigt durch den Umstand, dass ich hauptsächlich US-Equities trade, sondern dass ich eben auch sage, ich bin einfach mal in Bezug auf den Euro skeptisch. Und das tue ich tatsächlich schon seit nicht erst gestern, sondern seit geraumer Zeit. Also tatsächlich habe ich meinen Euro-US-Dollar-Short aktiv auf den Weg gebracht, hier in diese topische Tendenz von Anfang des Jahres 2021. Und das heißt tatsächlich, ich habe in diesen Gefilden hier um 1,23, 1,24 habe ich damals eines meiner Handelskonten in US-Dollar mit komplett konkretem Fokus auf US-Equities eben umgestellt, mehr oder minder im Bereich der Hochs, und seitdem profitiere ich eben zunehmend von der Abwertung des Euros eben tatsächlich auf breiter Front. Und ich gehe davon aus, dass sich diese Entwicklung weiter fortschreibt. Abhängig davon natürlich, wie sich die Fed heute Abend präsentiert, aber kurzfristig wäre ich ausgehend von dieser Struktur in Bezug auf den Euro-US-Dollar nicht ganz so willens, mich hier tradingtechnisch zu positionieren. Da liegt mein Fokus hauptsächlich primär weiter auf dem Dollar-japanischen Yen, der sich hier gegen die 137 erneut topisch präsentiert. Die Region hatten wir gestern schon zum Thema gemacht. Wir rollen erneut über. Sollte sich die Fed heute dovish präsentieren, sollte der US-Dollar unter Druck geraten, wäre vielleicht
oder beziehungsweise ist vielleicht sogar ganz konkret hier in dem Zusammenhang im Dollar-Japanischer Yen ein ganz interessantes Play, denn mit dem Bruch dann dieser kurzfristigen Trendlinie hier könnte ein erneuter bärischer Impuls freigesetzt werden, der zunächst nochmal die 135,50 beziehungsweise 135er Region in der Lage ist, dann zu aktivieren. Wo sich dann die Frage stellt, ob diese übergeordnete längerfristige Trendlinie in der Lage ist, gehalten zu werden. Aber das ist auf jeden Fall ein Währungspaar, welches oder auf dem mein Hauptfokus im Devisenbereich läge, wenn ich mich hauptsächlich mit Devisen hier derzeit beschäftigen würde. Wobei wiederum ich sagen muss, Fokus wirklich auf den Equities, respektive Equity Indices, also das heißt S&P, Nasdaq. Und dann, wenn ich in Richtung Devisen oder Makroplays gehe, eher noch in Richtung Gold, wo wir gleich noch einen Blick drauf werfen, Devisen bin ich eher vorsichtig, beziehungsweise würde ich eher nur beimischen, als kleine Beimischung. An dieser Stelle würde ich nicht so aggressiv traden wollen, weil Plays gegen den US-Dollar im derzeitigen Umfeld meistens antizyklischer Natur sind. Sind sie natürlich in Gold auch. Aber in dem Fall beispielsweise, es hieße, dass ich dann in zinssensiblen Plays wie Dollar-Japanischer Yen gegen 10-jährige Zinsen wiederum den Yen-Long wäre, den ich im derzeitigen Kontext nicht so stark erachte, ehrlich gesagt. Und deswegen bin ich da so ein bisschen reserviert tatsächlich. Wir wollen aber mal hier auf den Dollar zum südafrikanischen Rand blicken. Okay, also jüngste Aufwertung, die der US-Dollar zu sehen bekommen hat, natürlich beginnend mit, das ist ganz interessant, ne, ehrlich gesagt, Unsicherheit rund um die Ukraine und dergleichen, hat sich der südafrikanische Rand relativ gut geschlagen, ehrlich gesagt, hat dann hier jetzt eine Abwertung gesehen. Ich habe, wie gesagt, die fundamentalen Entwicklungen nicht beobachtet, ich bin nicht im Bild, also wie sich das Bild rund um Südafrika darstellt. Aber ich würde sagen, besonders vor dem Hintergrund der positiven Korrelation des südafrikanischen Rand zu Gold, müssen wir ganz kurz schauen. Gold, Südafrika. Also, es gibt hier eine Betrachtung. Mal gucken, es ist 2020. Warum Gold ganz wesentlich ist im Hinblick auf den Wechselkurs südafrikanischer Rand. Das hier ist von 175 gelisteten Staaten der 10. größte Goldexporteur der Welt. Also das bedeutet, eine Aufwertung in Gold würde auch dem südafrikanischen Rand zuträglich sein. Eventuell ist die jüngste Korrekturbewegung, die wir im südafrikanischen Rand zu sehen bekommen haben, auch dem Umstand geschuldet, dass es zu einer Abwertung in Gold kam. Also dass das negativ zueinander korreliert ist. Sprich, Dollar, südafrikanischer Rand zieht an, sollte Gold eher unter Druck bringen und umgekehrt. Also zumindest im derzeitigen Kontext kann also sein, dass dann just in solch einem Moment, wo wir jetzt eine Aufwertung in Gold zu sehen bekommen, eine Bodenbildung vollzogen wird und wir, wie wir es gleich sehen werden, über 1740, 1750 US-Dollar ziehen, dass das hier zum Ausbilden einer voranschreitenden topischen Struktur im Dollar-Südafrikanischen Rand eben führt, die uns dann in Richtung der, ich würde mal sagen, mindestens Ausbruchregion führen könnte. 1625 hier auf der Unterseite. Eventuell sogar tiefer, also in Richtung der 200-Tage-Linie, von der wir uns relativ weit eigentlich schon abgestoßen haben. Spätestens mit Break unter die 1670 wäre das ein ganz interessantes Play. Hier in diesem Zusammenhang vielleicht jetzt auch schon Gefilde, gegen die man sich short positionieren könnte mit einem Stop 1697. 17 aller spätestens, dass wir hier einen Überrollen zu sehen bekommen und jetzt darauf spekulieren, dass wir bärisches Momentum aufnehmen durch einen geldpolitisch lockeren Kurs seitens der US-Notenbank heute Abend, der den US-Dollar unter Druck bringt, zeitgleich Gold treibt und dann sich entsprechend stärker ausprägt in einem schärferen Push auf der Unterseite in einem Währungspaar wie dem Dollar südafrikanischen Rand an der Stelle. Ja, ich hoffe, dass das die Frage von Thomas an der Stelle beantwortet im Hinblick auf den südafrikanischen Rand. Also grundsätzlich, ich lese mal ganz kurz, hallo Zinsdifferenz, mögliches Aufwertungspotenzial. Ja, also mögliches Aufwertungspotenzial würde ich auch sehen, ausgehend wie gesagt durch die Korrelation zu Gold. Zinsdifferenzial, ich weiß gar nicht, wo wir zinstechnisch stehen, ich gucke mal ganz kurz. Indicators, Countries, Africa, Z wahrscheinlich, South Africa, nicht ganz. South Africa mit S. Yield, Inflation Rate 7,4%, Interest Rate. Ja.
also geldpolitisch restriktiver durch die Anziehen der Inflation natürlich. Was wir uns mal ganz kurz anschauen könnten, wäre. Kurz noch weg, ich guck mal kurz. Money. Foreign Exchange Reserves. Wie sich das hier darstellt. Also kontinuierlich Fremdwährungsreserven in US-Dollar hochgefahren. Okay. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, Shortplay scheint mir durchaus ein interessanter Gedanke zu sein, auch CHV-technisch. Wir wissen, gegen die 17 können wir riskieren an der Stelle. Das scheint ein sinnvolles Level zu sein. Tiefere Hochs beginnen wir auszubilden. Ziel auf der Unterseite liegt um 16,20, vielleicht sogar tiefer. Ja, vielleicht sogar 16 an der Stelle. Also CHV-technisch scheint das ein interessantes Play zu sein von der Short-Seite, Dollar südafrikanischer Rand. So, ja, südafrikanischer Rand, Rohstoff korreliert an dieser Stelle. Folglich Blick natürlich auf Gold einmal in die FED heute Abend. Gestern haben wir Gold ausgelassen, heute nehmen wir Gold dafür. Hier rücken wir es in den Fokus. Gestern erneut Moment, muss ich ganz kurz gucken, das stimmt nicht ganz, stark zusammengestockt an der Stelle. Wir haben Abgabedruck gesehen schon in der letzten Woche am Donnerstag hier, dann mit einer scharfen Reaktion, konsolidieren jetzt nach diesem kurzen Flashout unter die 1700er Marke und Konsolidierung vor der FED, heißt etwas anders formuliert, lässt ein Setup dahingehend formulieren, dass wir sagen, eventuell kurzer Flash unter die 1715, und dann scharfes Aufwerten, zurückkaufen über dieses Ausbruchniveau, riskieren gegen die dann ausgebildeten Tiefs mit Ziel zunächst auf der Oberseite 47, 57. Sollten wir dann in der Lage sein, uns infolge eines abwertenden US-Dollars oder Spekulationen im Rahmen einer dovischeren FED, die sich deutlich dovischer darstellt als das, was der Markt doch gerade einpreist, zum Beispiel besonders im Hinblick auf das letzte Quartal im Jahr 2022 jetzt präsentieren, wäre solch ein Flashout mit entsprechend weiterer Dynamik auf der Oberseite und Lauf über die 740, 750 Tage Schluss oberhalb sogar dann interessant für in dem Moment ein Swingplay in Richtung dieser Übergang- und Abwärtstrendlinie und somit die 1780er, 1800er Region eventuell sogar. Vielleicht ist das auch der Wegbereiter für einen Bruch über diese Trendlinie, die dann den weiteren Weg mit einem tiefen Lauf zurück über die 1800 tatsächlich initiiert. Also grundsätzlich scheint mir das Bild nach unten sehr stark bärisch überdehnt. Grundsätzlich muss ich gestehen, dass ich glaube, fast schon fest überzeugt davon bin, dass die derzeitigen Bewertungsniveaus wirklich extrem billig sind für Gold. Die jüngste Abwertung hier, hauptsächlich durch den US-Dollar, der stark aufgewertet hat, getragen wird, aber sich über kurz oder lang eben herauskristallisieren wird, dass in einem stagflationären Umfeld Gold ein potenziell sehr bullischer Kandidat eben tatsächlich ist. Und dafür könnten wir heute den Wegbereiter sehen. Wie gesagt, aus der ganz kurzfristigen Zeitebene, kurzer Flash unter die 7,15, aber starker, zügiger, schneller Rebit und halten dann oberhalb von 7,15 in Verbindung auch mit dem entsprechenden Gameplan, der sich skizzieren lässt, dovische Fett, die sich herauskristallisiert, nur 75 Basispunkte, laxere geldpolitische Aussichtstellung weiterer Zinsschritte, beispielsweise Data Dependency und so weiter. Das wäre alles etwas, was einen scharfen, sofortigen Spike zurück und dann weitere Aufschläge mit Ziel 47, 57 eben in den kommenden in den kommenden Tagen sogar auf den Weg bringen könnte. Wie gesagt, Ziel diese übergeordnete Abwärtstrendlinie hier, die uns zunächst bis 87 wahrscheinlich, 87, 77, 87 ungefähr, entgegentritt, auch hierzu korrespondierend mit einem, ich nenne es mal Konsolidierungstief, eine Supportregion, von der wir uns dann haben, hier stärker abstoßen können. Ja, und dann harren wir einfach der Dinge, die da kommen. Alternativszenario, wir spiken kurz nach oben, prallen dann hart gegen die 47, 57 ab und sehen den Tagesschluss im Bereich hier der Jahrestiefs um 6,80 roundabout, beziehungsweise der 2021er Jahrestiefs. Das wäre gar nicht gut für die Bullen, weil das würde das Potenzial freisetzen, dass wir über kurz oder lang einen signifikanten Break tiefer zu sehen bekämen. Er wäre für mich zutiefst überraschend im Gesamtkontext, aber durchaus etwas, was man auch auf dem Schirm haben sollte. Nichtsdestotrotz, im Gesamtkontext muss ich sagen, Chance-Risiko-Verhältnis technisch scheint mir Gold von der Long-Seite im aktuellen Umfeld
wesentlich attraktiver als die Shortseite nach dem jüngsten Lauf und ausgehend von meiner Erwartungshaltung in Bezug eben auf die US-Notenbank heute Abend. Ja, und das wäre es meinerseits soweit gewesen für den heutigen Tag als Vorbereitung, als Einleitung für das, was wir heute Abend seitens der FED zu sehen bekommen. Wie gesagt, erstmal alles rein spekulativ. Macht euch einen eigenen Gameplan, habt eine eigene Vision und das ist deswegen so wichtig, weil ihr einfach eine Möglichkeit habt an dieser Stelle, dann ausgehend von der einkommenden Price Action und den Informationen, die ihr habt, eine schnellere Anpassung vorzunehmen und Handelsentscheidungen natürlich zu treffen und euch wesentlich auch in dem Moment selbstbewusster fühlen werdet. Einfach, ihr wisst, was ihr tut, ihr wisst, was ihr sehen wollt, ihr wisst, wie ihr die News in die eine oder andere Richtung zu interpretieren habt, beziehungsweise wie sie zu interpretieren wäre, wenn es eine konträre Reaktion gäbe. Angenommen Dovishness, 75 Basispunkte, aber der Markt verkauft, wird ausverkauft, sei es in dem Fall Gold, sei es in dem Fall die Equities, da muss da irgendwas im Statement stehen, was in diesem Moment eben nicht bullisch treibend wirkt und tatsächlich sogar zusätzlich bärisch katalysierend eben tatsächlich wirken. Genau diese Eventualitäten, die gilt es vorher entsprechend abzustecken, um dann in der Situation, wenn die Action kommt, ab 20 Uhr heute, beziehungsweise 20.30 Uhr, auch mit der Pressekonferenz, die meines Wissens nach ansteht, haben wir die Möglichkeit, schneller zu agieren, beziehungsweise eben uns entsprechend im Markt zu positionieren. Und mal schauen, wie sich der heutige Handelstag dann in diese Richtung entwickelt. Wie gesagt, bis dahin könnte Coin ganz interessant werden, ausgehend von den gestrigen Entwicklungen. Wir werden morgen hier im Morning Meeting 10.30 Uhr gemeinsam mit Markets alles weitere beleuchten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal und morgen 10.30 Uhr haben wir uns dann wieder hier im Morning Meeting. Ich freue mich auf euch. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.